Hallo liebe Leute, da sind wir wieder mit Trainfieber und hier fährt ein Zug ein bei unserem wunderschönen Liestrain Station hier in Wettringen. Da kommt gleich der nächste, sehr schön. Ja, das war ja doch eine relativ mysteriöse Folge letztes Mal. Da verschwanden Züge, da fehlten Gleise, jetzt müsste es eigentlich soweit stimmen. Dafür ist was anderes passiert, nämlich ich konnte plötzlich mein Spiel nicht mehr starten. Und da war ich nicht der Einzige, denn es gab ein Update. Und da wurde irgendwas gemacht, was ich sowieso nicht verstehe. Das geht in die Programmiererei rein. Auf alle Fälle musste ich dann viele der Mods von Hand mit Notepad umkonvertieren zu, wie hieß das Teil? UTF-8. Ja, da denken jetzt wahrscheinlich auch viele. Hä? Was? Wie? Wo? Ja, egal. Also, ich sag das nur, falls ihr ein Problem habt und euer Trainfieber nicht mehr läuft, dann geht mal ins deutsche Forum, das ist verlinkt in der Videobeschreibung, wie bei jeder Folge. Und guckt euch da mal um, da wird euch geholfen. Da müsst ihr von Hand tatsächlich einige der Mods ja umkonvertieren. Das ist eigentlich ganz einfach, man muss es nur wissen. Und zum Glück habe ich da nachgelesen, sonst wäre ich dann am Berg gestanden, definitiv. Okay, aber jetzt läuft es wieder mit allen Mods. Ach, ja, ratet mal, was mir ein Stein vom Herzen gefallen ist. So, und bevor ich es jetzt wieder vergesse, guck mal, was wir hier noch vergessen haben. Also, ihr habt es wahrscheinlich nicht vergessen, ich habe es vergessen. Genau, die Leute hätten wahrscheinlich gerne ihre Brücke zurück. Die haben wir ja abgerissen, als wir hier das zweite Gleis gelegt haben. Und jetzt, während ich das sage, fällt mir gerade wieder was ein. Bevor wir hier eine neue Brücke bauen, machen wir hier sozusagen mal prophylaktisch schon mal noch ein zweites Gleis hin. Denn früher oder später werden wir diesen Zug hier unterstützen müssen, der dieses Gleis hier benutzt. Denn der hat so eine weite Strecke, das ist ewig. Das seht ihr hier. Vielleicht fällt euch auch auf, dass die Gleise dunkler sind. Ja, da jetzt die Schneemod mal weg ist, habe ich jetzt zum ersten Mal eine neue Mod installiert bzw. aktiviert, die dunkleren Schotter macht und auch die Gleise ein bisschen dunkler. Ich finde, das sieht eigentlich noch relativ cool aus. Fast besser wie im Original. Aber wenn man halt die Schneemod installiert hat, wird das überschrieben, weil ja dann die Schienen ein bisschen Schnee haben müssen. Nur jetzt ist die Schneemod weg, jetzt können wir das mal so lassen. Also mir gefällt's. Okay, dann haben wir das Gleis jetzt hier gezogen, das passt so. Dann können wir uns eigentlich an den Bau der Brücke machen. Ja, das können wir sowieso wegmachen, das funktioniert hier nicht. Nicht mehr, das ist viel zu nah dran. Das können wir mal einebnen, wir können hier sowieso die Straße mal abbrechen. Und dann gucken wir, wie wir hier so rüberkommen, dass alle glücklich und zufrieden sind hier in Wettringen. Wir wollen... Ja, dass die auch Freude haben an ihrem Bahnhof. So, muss das jetzt hier so bleiben? Ich fürchte ja. Naja, dann hat sie halt einen kleinen Hugel. Hier nehmen wir es auch weg. Die Straße, den Hügel nicht. Müssen wir sowieso machen, denn sonst ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, unser Güterbahnhof hier gar nicht mehr angeschlossen. Ich bin mal gespannt, ob nicht gleich eine Meldung kommt, dass der Bahnhof da nicht angeschlossen ist. Also, das Ganze runter, hier geht es besser. Ich arbeite aber irgendwie lieber mit diesem ebenerdigen Teil. Genau, denn dann wird es nämlich wirklich schön. So, und jetzt gucken wir mal, wo machen wir hier am besten die Brücke rüber. Das ist alles zu nah dran. Da müssten wir wie ein bisschen weiter weggehen. Hier wären wir ein bisschen weiter weg. Da muss ich mal gucken, ob wir rüberkommen. Ja, kaum. Das sehe ich jetzt schon. Das ist definitiv einfach zu wenig Platz. Unten durch, Tunnel, haben wir eh auch schon lange keins mehr, geht auch nicht. Okay, wir müssen hier die Straße anders machen. Wir reißen das mal ab. Da müssen wir das Gebäude abreißen, das lassen wir mal. Es geht ja nur darum, hier eine Brücke hinzukriegen. Zum Beispiel, wenn wir die weiterziehen von hier nach hier. Ich denke, das müsste dann fast schon gehen. Dann ist aber die Straße hier natürlich falsch. Dann reißen wir die eben auch noch ab. Was denn für ein Gebäude? Ach so, ihr mit eurer Freizeit. Noch mehr Freizeit. Überall Freizeit. Noch mehr? Tatsächlich. Kann ich jetzt vielleicht? Nein. Ah! Ihr Idioten, nicht gleich wieder bauen. Mensch, wozu reiß ich's wohl ab, damit ihr gleich wieder mit eurem Kran hierher kommen könnt? Jetzt bin ich im Pausenmodus. Jetzt müsst ihr eigentlich gehen. Mensch, immer noch Gebäude im Weg. Was für ein Gebäude denn? Jetzt, okay. Haben sie das jetzt auch schon wieder hier? Sag mal, also schnell sind sie ja.
Deswegen bin ich jetzt auch im Pausenmodus. Das geht 10-mal einfacher so. So, jetzt hier also, was haben wir gesagt? Die Brücke hier rüber. Wie wir das hier oben dann lösen, das können wir nachher gucken. Jetzt gibt es erstmal die Brücke. Oder ein Straßentunnel wäre natürlich auch noch cool. Also die Brücke würde schon mal funktionieren so. Wie sieht es mit unten durch aus? Das würde nicht gehen, da müssten wir... Ja, aber das ist eh blöd. Das sieht mit Brücke eigentlich besser aus. Keine Brücke, diese Brücke, jene Brücke. Wir nehmen mal die. Gut, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier um die Kurve rumkommen, halbwegs vernünftig. Kommen wir. Sehr schön. Hier kommen wir auch hin, ohne Problem. Und das können wir sicherlich auch wieder verbinden. Sehr schön. Können wir das noch verbinden? Könnte ein bisschen schwieriger werden, aber... Doch, das geht auch. Da können Sie hier schön noch ein Haus reinstellen. Passt. Okay, dann haben wir das auch wieder gelöst. Gut. Dann lassen wir es mal wieder laufen. Dann würde ich sagen, lasst uns hier doch gleich mal... Nee, genau, was ich zuerst noch machen wollte. Hier bei der Eisenbahnbrücke. Die ist wirklich so cool. Also die gefällt mir so gut. Da ist er eh gerade unterwegs, unser Zug. Dass ich hier ja noch Verkehr unten durch haben möchte. Jawohl. Und zwar hier von diesem Kohlebergwerk nach... Hier hinten haben wir vielleicht sogar Erz noch. Wir haben hier noch Erz, guck mal. Da könnten wir eine richtige LKW-Strecke bauen. Und das machen wir jetzt auch, ganz klar. Okay, also als erstes machen wir mal die Kohle. Da machen wir aber vernünftige Straßen hin, gleich von Anfang an. Die muss ich aufwerten. Ich muss eh erst gucken, wo müssen wir genau hin? Nach hier hinten, da haben wir eine Straße... Eigentlich ist das ist schon verbaut. Also die Straße gibt schon, wir müssen sie nur noch aufwerten. Mal gucken, ob wir unter der Brücke auch aufwerten können. Das kann gut sein, dass das nicht geht, dass da der Platz fehlt. Das habe ich fast vermutet, seht ihr? Geht nicht, geht es ein bisschen schmaler. Nee, so... Das ist keine wirkliche Aufwertung. Ja, da müssen sie hier halt ein bisschen bremsen. Das können wir jetzt nicht ändern. Ja, hier müssen sie halt bremsen. Ich kann nicht die ganze Brücke nochmal abreißen, nur damit die Straße da breiter ist. Das hätten wir von Anfang an machen müssen. Wobei, es ärgert mich jetzt. Aber soll ich jetzt allen Ernstes hier diese schöne Doppelbrücke? Nein. Nein, nein, nein. Da müssen sie da halt ein bisschen vom Gas runter. Ist sowieso viel zu gefährlich, wenn die hier da rundherum rasen. So, wohin? Hier hinten. Geht das schneller? Das geht eigentlich schneller. Wenn wir hier so rüber gehen. Das heißt, wir bauen eine Straße. Also nicht aufwerten, sondern bauen. Und zwar so eine. Schön gerade. Bisschen runtergehen. So, sehr schön. Dann machen wir doch gleich mal vernünftige Lagerhalle hin. Halteplatz. Ich hoffe mal, das passt so. Ich bin jetzt immer ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen, ja, nicht anfällig, ein bisschen vorsichtig, ob ich die Teile richtig hinstelle, nicht, dass es wieder in der Ausfahrt drin steht. Das war ja eine behämmerte Aktion da beim DLC. Falls das jemand gesehen hat. So, das passt. Und jetzt wollen wir noch von hier hinten Erz nach hier, das können wir eigentlich auch mit... Das lasst uns das doch auch mit Lastwagen machen. Wir haben so viele schöne Lastwagen. Also nutzen wir das auch mal aus. Das ist ja auch keine ewig lange Strecke. Okay, hier können wir noch eine Brücke machen. Oder ein Tunnel. Ich würde eigentlich... Ich hätte gerne mal ein Tunnel unten durch. Mal hier. Passt. Gut, dann haben wir... Für die Straße auch mal noch ein Tunnel. Haben wir das irgendwo schon? Ich weiß es gar nicht. Auswendig. So, sieht doch auch nett aus. Dann wäre es schön, wenn du hier noch anschließen würdest. Von der Seite geht's, aber dann darf man nicht loslassen. Jetzt. Gut, dann haben wir das auch. Und dann gibt das hier Güter. Wo gehen wir mit den Gütern hin? Da müssen wir gucken. Vielleicht nach Arzfeld. Haben wir hier schon Güter? Ja, Güterbedarf gedeckt 102 von 104. Irgendjemand bringt hier schon Güter. Wahrscheinlich hier hinten irgendwo.
Gut, aber das müssen wir gucken. Irgendwo werden wir die Güter hinkriegen. Sonst können wir hier natürlich auch noch einen Güterbahnhof hinstellen. Den Platz haben wir auch. Hier zum Beispiel. Und dann via Zug noch ein paar Güter verteilen. Werden wir später gucken. Jetzt richten wir erstmal diese Linie hier ein. Apropos, wir richten diese Linie hier ein. Lasst uns mal diese Linie anrichten. Na. Das ist immer so eine Sache irgendwie mit den Linien. Wenn ich die aufrufe, dann stockt's. Naja, dann stockt's halt. Also, jetzt stockt's nicht mehr. Hier einmal Kohle, nach einmal hier hinten. Das ist mal eine Linie. Dann hätten wir noch eine Linie von hier. Hier haben wir noch gar keinen LKW-Ladeplatz. Gleich haben wir einen. So, können wir jetzt weitermachen. Also das wäre von hier hinten. Hierhin. Sehr schön. Und jetzt weiß ich noch nicht, wohin mit den Gütern. Das ist aber, wie gesagt, nicht tragisch, denn mir geht es primär hier darum, dass hier Lastwagen unten durchfahren, weil das einfach cool aussieht mit der dicken Eisenbahnbrücke. Und ich würde sogar dazu neigen, ja, ich neige nicht dazu, wir werden das noch machen, dass hier ja noch ein drittes Gleis rüberführt. Ich gehe mal davon aus, das funktioniert auch. Lasst uns das doch gleich mal versuchen, das müsste doch eigentlich auch funktionieren, wenn da die Straße ist. Das funktioniert, tipptopp. Das muss ich jetzt noch nicht machen, das machen wir, wenn wir da die Linie einrichten neu, beziehungsweise wenn der andere Zug da Verstärkung kriegt. Haben wir hier irgendwo ein Straßenbaudepot in vernünftiger Nähe? Oder müssen wir noch eins bauen? Hier hinten hätten wir eins. Ne, das ist sogar ein Tram-Depot. Sag mal, haben wir echt nirgends? Hier hinten müsste doch eins haben, aber dann fahren sie halt auch wieder ein ganzes Stückchen. Ne, das ist mir zu doof, die kriegen ein eigenes. Wir haben sie ja, wir sind bald bei 400 Millionen, also da muss man sich nicht um ein Depot drücken. Das war aber Straße, also war es hier. Da habe ich noch was Neues, guck mal, Straßenfahrzeugdepot. Eine Aral-Tankstelle, lasst uns die doch gleich mal versuchen. Boah, jetzt dachte ich gerade, es sei abgestürzt, heiliger Bimba. Okay, hier. Wo ist ja egal, lasst uns die mal hier hinmachen und dann mal gucken. Ich kenne die auch noch nicht, nur von Bildern. Na, die ist doch geil. Sehr schön. Hier hinten noch mit Plakaten. Oh, James Dean. Daneben 20.000 Meilen unter dem Meer, Jules Verne. Filmplakate. Was haben wir denn sonst noch? Erkennt man was? Sagt mir nichts, sagt mir nichts. Sagt mir auch nichts. Das sagt mir auch nichts. Okay, aber James Dean und 20.000 Meilen unter dem Meer habe ich erkannt. Und hier vorne ist halt die Aral-Tankstelle. Cool. Das ist wirklich ein edles Teil. Ich hoffe, das funktioniert auch. Wir werden es gleich mal sehen. Die Kuhweide wollte ja nicht wirklich. Also, was brauchen wir denn hier? Lieferwagen. Sachen, die Kohle oder Erz transportieren. Haben wir da vielleicht sogar spezielle. Ich habe ja noch mal ein paar Mods runtergeladen. Hier, das ist zum Beispiel Kohle-Eisenerz. Wobei, ich glaube, ja, die sind alle so gemacht, dass sie alles transportieren können. Außer die Holzteile natürlich. Da können wir nehmen, was wir wollen. Die großen Teile hier, die sind schon auch ganz cool. Kohle, Holz, Kohle. Kohle, Kohle. Ich werde aber eh gleich mal noch speichern, denn eben, ich habe da leider meine Erfahrung gemacht, was diese Mods angeht, dass es mir teilweise das Spiel zusammenhaut. Dann fliege ich zurück aufs Desktop und nichts ist gespeichert. Jetzt ist gespeichert. Wenn es jetzt abstürzt, das Spiel, dann mein Gott, dann starte ich es eben wieder. Lasst uns mal nehmen diese Kohle, Eisenerz. Ja, ne, nehmen wir mal den. So, jetzt habe ich es. Ich war geistig immer noch damit beschäftigt, zu hoffen, dass das Spiel nicht abstürzt. Gut, so einen können wir auch noch nehmen. Passt, okay. Dann nehmen wir jetzt Linie, das war die schwarze. Das war die hier, Linie 68. Okay, da dürfte schon mal losfahren. Machen wir zu. Dann brauchen wir natürlich noch welche für die Linie 69. Da hätte ich jetzt... Ne, lasst uns zuerst mal gucken, wie die hier rauskommen. Gleich auf die Schnellstraße fahren. Da hinten sieht man unsere Brücke. Sehr schön.
Ja, nett. Gefällt mir. Da hinten fährt noch ein Zug durch. Ganz weit hinten sieht man noch eine Brücke. Es ist halt schon... Es ist einfach ein wunderbares Spiel. Ich kann es nicht anders sagen. So, die gehen jetzt zuerst mal hier hin. Das ist eigentlich falsch. Das ist aber nicht weiter tragisch. Denn erst sollten sie mal Kohle holen. So, apropos Kohle holen. Jetzt brauchen wir noch jemanden, der die Erze transportiert. Dann nehmen wir mal andere, damit das auch optisch ein bisschen... gewissen Unterschied gibt. Funktioniert alles wunderbar. Aber irgendwelche Lastwagen hatte ich, da hatte ich ein Problem. Jetzt haben wir die mal genommen, die passen alle. Da ist nichts abgestürzt, läuft immer noch, sehr schön. Also das wäre dann Linie 69. Sehr schön, dann dürft ihr hier auch aus der Garage kommen. Es ist ja wirklich, ich habe es schon mal gesagt, eigentlich mit diesen Lastwagen, das macht fast genauso viel Spaß wie mit den Eisenbahnen. Es belebt das Ganze und die Modelle sehen einfach wirklich halt klasse aus. Ich möchte mal noch mit dem kurz mitfahren. Das ist zwar nicht ganz so spektakulär wie mit der Eisenbahn, aber nett ist es trotzdem. Okay, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass die alle viel zu weit aufeinander sitzen. Das ist eigentlich hier nicht wirklich ein großer Abstand. Lasst uns den mal kurz stoppen. Ja, dann kommt hinten schon der nächste. Okay, fahr mal weiter. Cooler Lastwagen. Sowas habe ich als Kind geliebt. So diese amerikanischen Trucks. Die haben halt schon was. Sehr schön. Jetzt möchte ich eh gleich mal gucken gehen, ob da hinten vielleicht schon was ist. Und das sind eigentlich sind das noch viel zu wenige. Da müsste man wesentlich mehr noch ankurbeln, damit hier möglichst viele Lastwagen unten durchfahren. Werden wir noch hinkriegen. Ah, es ärgert mich aber doch ein bisschen, dass wir hier so diese schmale Straße haben. Da müsste man so einen einzelnen Pfeiler rausbrechen können. Das wäre natürlich cool. Das funktioniert aber nicht wirklich. Und jetzt echt die Brücke nochmal abbrechen. Wisst ihr was? Ja. Sonst ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich es mir angucke. Machen wir es halt trotzdem. Kann ich denn dann die Straße? Ja, die Straße kann ich. So, und gespeichert habe ich. Falls wir die Brücke nicht mehr hinkriegen sollten, dann wird es geändert. Aber das ist halt wirklich, das sind so die kleinen Details. Das würde mich nerven. So, jetzt haben wir die Straße vernünftig. Jetzt gucken wir, ob wir die Brücke wieder hinkriegen. Das müsste eigentlich klappen. Alles andere würde mich jetzt schwer enttäuschen. So ein bisschen wegzoomen. Da ist doch allen Ernstes irgendeine Kollision. Das darf ja nicht wahr sein. Bei der Terrain-Angleichung, Brückenpfeiler, Kollision, Weichenbau, fehlgeschlagen. Welche hatten wir denn? Wir hatten die, aber eigentlich hatten wir die mit Pfeilern. Warum macht denn jetzt das blöde Ding keine Pfeiler mehr? Erstmal die hier ziehen. Das war die äußere. Das geht tatsächlich auch nicht. Er macht irgendwie die Pfeiler nicht mehr. Das ist ja interessant. Das ist eine andere. Das geht aber auch nicht. Doch, das würde gehen. Das geht nicht. Blöd, der macht die Pfeiler nicht mehr. Und die Brücke ist zwar auch schön, aber ich muss sagen, also ich finde die hier schöner. Aber warum macht er denn die Pfeiler nicht? Das ist ja idiotisch. Mann, Mann, Mann. Nein, das ärgert mich jetzt. Aber ich komme hier schon nicht hin. Hier ist schon irgendein Problem. Versuchen wir es mal nochmal hier. Hier macht er die Pfeiler, das sieht man. Okay. Warum macht er sie denn weiter nicht? Versuchen wir es mal über die Straße rüber. Da macht er keine Pfeiler, seht ihr das? Nochmal versuchen. Halt, hier müssen wir hin. Der macht die Pfeiler allen Ernstes nicht. Soll ich jetzt wirklich die Brücke nehmen? Die würde auch gehen. Alle Brücken würden funktionieren. Nur halt leider die, die wir von Anfang an hatten, die hier, die geht nicht. Da ist eine Brückenpfeiler-Kollision. Und deswegen... Ja, deswegen... hat es auch keine Pfeiler mehr. Was mache ich denn jetzt? Ja,
Hilfe mir. Mann, helfe mir. Hm. Soll ich die nehmen? Die ist ja auch nicht... Ja, Mann, hässlich ist sie auch nicht. Lasst uns die halt mal nehmen. Die ist doch eigentlich auch ganz schön. Ich fand die andere halt noch einen Ticken schöner. Jetzt muss ich eh gucken. Wenn ich die hier nicht vernünftig da nach hinten kriege... Doch, geht. Okay. Wie sieht's denn aus im Zweierverbund? Ach, die ist doch eigentlich auch ziemlich geil, muss ich sagen. Die ist sogar eigentlich sehr geil. Da kann man jetzt auch nicht viel sagen. Okay, und jetzt haben wir hier unten. Lassen wir mal wieder laufen. Warum dreht denn der jetzt? Haben wir irgendwas an der Linie verändert? Eigentlich nicht. Na, Linie 68. Das hängt wieder, bis es hier die Linie. Doch, passt. Na, dann brauchst du nicht drehen. Wenden Sie bitte erneut. Einmal wenden, Dankeschön. Jetzt fährt er wieder zurück. Gut, haben die anderen auch alle gewendet? Tatsächlich, warum wenden die denn? Der wendet schon wieder. Fehlt hier ein Stück Straße? Nein. Hat keine Bäume, aber daran kann es ja wahrscheinlich nicht liegen. Oder sind die so heikel, dass sie jetzt unbedingt die blöden Bäume brauchen? Das war doch so eine. Warum hatten die keine Bäume? Ich weiß es gar nicht. Haben wir die hier genommen? Die hat Bäume. Okay. Das ist eigentlich die falsche Straße. Eigentlich wollen wir ja die hier. Stelle ich gerade fest. Die schnelle, die mit 100 km/h. Denn die läuft nur 70. Habe ich noch die falsche Straße verpflanzt. Tatsächlich. Okay, wir wollen eine Autobahn ohne Bäume. Wir haben heute nicht unseren grünen Tag. So, wo geht's lang? Hier weiter. Aber das muss ich mir nochmal ansehen. Das ist natürlich, wenn die wenden. Das wird ja einen Grund haben. Okay, die Autobahn, die passt. Passt die bis nach hinten? Jawohl, hier auch. Hier hat es keine Bäume. Hier ist unser Tunnel, wie sich das gehört. Okay, und die haben jetzt halt gewendet. Jetzt sind sie eh hier hinten. Jetzt ist eigentlich egal. Jetzt muss ich mal gucken. Linie 68. Das passt doch, hier fehlt auch nichts. Warum jetzt der zweimal da gewendet hat? Irgendwas hat dem nicht gepasst. Ich wollte gerade sagen, hier buggt irgendwie die Anzeige, da ist sie weg, aber es geht unter der Brücke durch. Geht nachher hinten? Doch. Das ist so, wie sich's gehört. Okay. Die Brücke hier gefällt mir mittlerweile auch schon wieder viel besser. Da kommt unser Zug. Auch schön. Bestens. Wo der auch gerade der Zug kommt, lasst uns doch mal schnell gucken. Linie 66. Was die für einen Takt haben. Denn der hat so einen elendlangen Weg. Das ist ja... 4 Minuten? Das kann ja fast nicht sein. Der hat doch länger wie 4 Minuten. Das ist zwar ein schneller Zug. Das müsste ja der hier außen sein. Jawohl. Guck mal, wo der hinfährt. Wie schafft denn der das in 4 Minuten? Heiliger Bimbam. Okay, und hier sehe ich noch, ich habe ja gelernt, durch einen Kommentar, Dankeschön, dass es, wenn zwei Gleise auf eines gehen, dass es ein Deckungssignal braucht. Also das würde heißen, es bräuchte hier auch noch eines. Ich hoffe, ich sage das richtig, sonst bitte ich um einen Kommentar in den Kommentaren. So, das müsste jetzt eigentlich stimmen. Dann haben nämlich beide Gleise ein Signal, ob sie reinfahren dürfen oder nicht. Hier gibt es noch was zu erneuern. Die Linie 38, das machen wir gerne. Das ist ein Passagierbus, Personenbus. Dann nehmen wir doch gleich mal wieder sowas, den orangen. Das müsste der gewesen sein. 16 Leute reicht, der hat eh nur 4. Gut, dann bitte austauschen. Besten Dank und schon ist er weg. Der wird jetzt wahrscheinlich gerade ausgetauscht. Ja, ich nehme es mal an. Details, 0 Monate, perfekt, hat geklappt. Gut, und hier haben wir das gemacht mit diesem Deckungssignal. Ich hoffe, ich sage das auch richtig, aber ich dachte, Deckungssignal heißen die Dinger. Ist ja, Signalkunde ist ja wirklich auch eine Wissenschaft für sich. Also da kenne ich mich halt wirklich einfach schlicht gar nicht aus. Ich bin nicht Eisenbahner, sondern ich bin halt hier Modelleisenbahnfreund. Und ich kenne die Signale nicht alle, aber ich gebe mein Bestes, das halbwegs irgendwie so hinzukriegen, dass die Züge wenigstens fahren.
So, und jetzt aber eben, wie kommt der Zug um Himmels Willen auf einen Takt von 4 Minuten? Das ist ja wirklich ganz interessant. Wie schnell ist denn der? Okay, der macht doch über 200 Stundenkilometer. Ist auch ein geiles Teil. Sehr schön. Und der hat natürlich gerade eine gerade Piste, da kann er ja wirklich durchrasen. Ja, okay, so ist er natürlich wirklich dann relativ schnell hier hinten. Und jetzt glaube ich nicht, dass aufgrund von der Nachfrage, dass wir da unbedingt schon einen zweiten Zug brauchen würden. Lasst uns mal schnell gucken. Linie 66. 27 Leute, der kann 79 aufnehmen. Nein, also aufgrund der Nachfrage müssen wir hier noch nichts machen. Aber es hat sicher nicht geschadet, dass wir hier hinten beim Bahnhof dieses Gleis schon mal gelegt haben. Und die auch, so kommen wir wenigstens hier unter der Brücke durch. Also die Brücke werden wir jetzt hier nicht mehr groß auseinandernehmen müssen. Guck mal, hier hat es Rutschbahn. Ping-Pong-Tisch, Tischtennis, das ist ja cool. Auch noch nicht gesehen so. Ja, eben, das ist halt so die Liebe zum Detail. Das ist das, was dieses Spiel so großartig macht. Nicht nur das, aber auch das. Und halt eben diese Mods. Guckt euch nochmal diesen Prachtbahnhof an. Ich kann es halt auch nicht oft genug sagen. Ich möchte jetzt mal gucken, ob ich hier auch reinkomme. Tatsächlich. Das geht beim anderen ja auch. Wow. Hauptbahnhof. Das ist schon voll cool. Das hätte mir mal einer zu Transport-Tycoon-Zeiten sagen müssen, dass es mal ein Spiel gibt, was so aussieht, wo man sogar in die Bahnhöfe rein kann. Ja, da hätte ich gesagt, ja schön, wenn ich dann Opa bin. Und das bin ich zum Glück noch nicht. Ich bin zwar keine 20 mehr, aber schön, dass ich das noch erleben darf. Ja gut, ich würde sagen, ich hoffe mal, dass ich die nächste Folge dann auch noch erleben darf. Ich gehe mal schwer davon aus und ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei wärt. Dann gucken wir mal, was es dann zu tun gibt. Ja, es gibt noch viel zu tun. Wir haben noch den anderen Bahnhof in Weißwasser zum Beispiel. Da werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich dann mal daran gehen, die Güter weiter auszubauen. Und sonst, was wir halt auch machen sollten, hier ist nochmal eine weitere Linie. Hier mit diesen beiden Gleisen müssen wir noch irgendwo hin. Aber das werden wir alles machen in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss Leute. Bye bye.